Ein regenarmes Frühjahr und wochenlang dauernde Hitze im Sommer ohne jeden Regen haben zu einer katastrophalen Lage geführt. Die Flüsse sind zu Rinnsalen geworden. Infolge des Wassermangels arbeiten die durch Wasser betriebenen Kraftwerke nur noch zum Teil. Manche sind völlig stillgelegt. Der Wasserspiegel des Walchensees in Oberbayern liegt 3 Meter unter dem Normalstand. Das Walchensee-Kraftwerk liefert daher nur einen Bruchteil der Normalstrommenge. Erhebliche Stromeinschränkungen sind die Folge. Sie gehen zum Teil über die schärfsten Maßnahmen des vergangenen Winters hinaus. Damit wird das geplante Exportprogramm um ca. 6 Monate hinausgeschoben. Infolge der Dürre brachen vielerorts Waldbrände aus. Der Feuerschaden geht in die Millionen. Bei Mittenwald an der österreichisch-bayerischen Grenze brannten über 30 Tagwerke Wald ab. Auch in der Landwirtschaft sind die Schäden und Ausfälle erheblich. Getreide und Kartoffeln bringen oft nur die Hälfte des Normalertrages und weniger. Der Futtermais, sonst mannshoch, hat ebenfalls nur geringen Ertrag. Auf den vertrockneten Weiden findet das Vieh kein Futter mehr. Die zweite Heuernte ist in vielen Gegenden völlig ausgefallen. Daher reicht das Futter nicht für die Winterfütterung aus. Notschlachtungen sind die Folge. Allein in Bayern muss 500.000 Stück Vieh geschlachtet werden. Nach der Ernte führt der Bauer den Pflug durch pulvertrockenes Land. Die große Dürre des Sommers wird sich über einen schweren Winter hin bis zur nächsten Ernte auswirken. Rheinschiffe liegen still. Monatelange Trockenheit hat den Wasserstand des Rheins auf einen katastrophalen Tiefstand absinken lassen. Die größte deutsche Wasserstraße hat den niedrigsten Pegelstand seit 100 Jahren. Aus dem seichten Rinnsal tauchen Sandbänke, Felsbrocken, schlammige Inseln auf. Nur kleinere und geleichtere Schiffe können die Fahrt durch die schmale Fahrrinne fortsetzen. Nur mit Volldampf kommen die Dampfer gegen die starke Strömung vorwärts. Der Rhein ist ein gefährlicher, schwer schiffbarer Fluss geworden.